24 Stunden vor dem Aufprall an Land hat sich der Hurrikan auf eine Kategorie 5 verstärkt. Ein 563 Kilometer breiter Hitzemotor. Er verwandelt die Wärme des Meeres in über 250 Kilometern schnelle Winde. Innen im Sturm nimmt der Hurrikan durch den aufsteigenden Wasserdampf und die aufgewühlte See in 24 Stunden 2 Milliarden Tonnen Wasser auf. Der Regen innerhalb des Sturms ist sintflutartig. Hurrikan-Historiker Jay Barnes weiß, was jetzt passiert. Hier haben wir einen Hurrikan, der gleich das Land erreicht. Wir wissen, was dann passiert, denn wir sehen es nicht zum ersten Mal. Ein mächtiger Sturm mit sehr, sehr großem Durchmesser, der wird hunderte von Kilometern an der Küste beeinträchtigen. Das, was den Hurrikan am tödlichsten macht, ist Wasser. Nicht Regen, sondern eine Wasserwand, die man Sturmflut nennt. 90% aller von Hurrikans verursachten Todesfälle geschehen durch Ertrinken. Meereskundler Stephen Bay sucht den Atlantik nach den ersten Anzeichen für die Flut ab. Eine Sturmflut ist nichts, was viele Menschen schon mal gesehen haben und noch weniger überlebt haben. Deshalb ist sie schwer zu beschreiben. Der Hurrikan saugt warme Luft nach oben. Dies erzeugt eine Tiefdruckzone unter dem Herzen des Sturms. Der Druck ist so tief, das Meer steigt auf und bildet eine Wasserkuppel unter dem Hurrikan. Das Gleiche passiert jedes Mal, wenn man mit einem Strohhalm trinkt. Ich reduziere den Druck im Strohhalm, indem ich leicht daran sauge. Mal sehen, was dann passiert. Wie Sie sehen, wird die Flüssigkeit, wenn ich den Druck im Strohhalm reduziere, von der umliegenden Atmosphäre hochgedrückt, um den Druckverlust im Strohhalm auszugleichen. Tiefdruck kann den Meeresspiegel um fast einen Meter anheben. Eine große Sturmflut kann über 7,5 Meter hoch werden. Der Wind ist der Antrieb. Er schiebt die See vor dem Sturm her. Wenn sie auf das flache Wasser des Kontinentalsockels trifft, baut sich die Flut auf. Wenn der Wind in diese Richtung bläst, erzeugt er eine vertikale Zirkulationszelle im Meereswasser unter dem Sturm. Wenn der Hurrikan sich der Küste nähert, schließt sich diese Zirkulationszelle. Der innere Fluss wird jetzt durch die Reibung auf dem Meeresboden behindert. Und um die Zelle am Laufen zu halten, ist eine höhere Wasserspitze nötig. Diese höhere Wasserspitze hier ist die Sturmflut. Die Meteorologen behalten den Hurrikan genau im Auge. Aus dem Wind kann Ivar van Heerden Hinweise auf die Größe der Sturmflut ableiten. Je stärker der Wind, desto mehr Wasser wird gegen die Küste geblasen und desto größer wird die Sturmflut. Wenn der erste Teil der Eyewall auf die Küste trifft, beschleunigen sich die Winde. Die Sturmflut erreicht ihren Höhepunkt. Die Flut verstärkt sich, wenn das Auge näher kommt, denn die stärksten Winde sind um das Auge herum. Unter dem Einfluss der stärkeren Winde wird das Wasser aufs Land geblasen und baut sich auf das auf, was dort schon ist. Das ist dieser Verstärkungseffekt. Die stärksten Winde wehen auf der rechten Seite des Sturms. Wenn die rechte Seite zuerst auftrifft, wird die Sturmflut schlimmer. Das kommt daher, dass der Hurrikan sich nicht nur gegen den Uhrzeigersinn dreht, sondern auch noch von den Winden über die See getrieben wird. Auf der einen Seite beschleunigt die Drehung die Vorwärtsbewegung, auf der anderen Seite verlangsamt sie sie. Bei einem Sturm, der sich mit 145 Stundenkilometern dreht und mit 16 Kilometern vorwärts bewegt, beträgt die Windgeschwindigkeit auf der rechten Seite 160 Kilometer und auf der linken 129 Kilometer. Je höher die Winde, desto höher die Sturmflut. August 2005. Ein Hurrikan der Kategorie 1 trifft auf Florida. Dann verwandelt er sich im Golf von Mexiko in einen 643 Kilometer breiten Killer. Er wird die Golfküste mit der rechten Seite zuerst treffen. Sein Name wird in die Geschichte eingehen. Katrina.
Professor Van Heerden beobachtet den Weg, den Katrina nimmt. Da hat man alle möglichen Emotionen. Einerseits ist man aufgeregt, denn das ist das, was man erforscht hat, vor dem man seit Jahren warnt. Gleichzeitig weiß man, dass eine Menge Menschen sterben werden. Stephen Bay und sein Team vom Nationalen Hurrikanzentrum beeilen sich festzustellen, wie groß Katrinas Sturmflut sein wird. Sie verwenden ein modernes Computermodell für Meeres-, Seen- und Überlandsturmfluten durch Hurrikans, genannt SLOSH. Die Vorhersagedaten für Katrina werden alle 6 Stunden in das SLOSH-Modell eingegeben. Seine Vorhersage hat eine Genauigkeit von ±20%. Katrina war ein sehr breiter Sturm, ein sehr großer Sturm. Und das trug dazu bei, dass er eine fast maximal große Sturmflut für diese Gegend hatte. Das Ergebnis ist schrecklich. SLOSH sagt voraus, dass Katrinas Sturmflut über 8 Meter hoch werden könnte. Die Ergebnisse werden an den Katastrophendienst von New Orleans weitergeleitet. Über 90% der Bevölkerung von Südost-Louisiana wird evakuiert. Diejenigen, die zurückbleiben, bereiten sich auf den Einschlag vor. Um 6.10 Uhr am 29. August schlägt Katrina an der Küste von Louisiana und Mississippi ein. Mitten im Gemetzel befindet sich Sturmfotograf Mike Tice. Die Sturmflut kam den Highway 90 hoch. Um 8 Uhr war sie bereits an den Stufen des Hotels. Als die Sturmflut 4 bis 5 Meter hoch war, erreichte sie das Erdgeschoss des Hotels und schwemmte ein Auto ins Foyer. Ich sah es schon vorher auf dem Parkplatz kommen. Es kam direkt durch die Glastüren des Vordereingangs und zerbrach sie. Die Hupe ging los und die Scheinwerfer leuchteten auf. Das hallte im ganzen Foyer. Im Erdgeschoss war kein Strom mehr, es war stockfinster. Es war eins der entsetzlichsten Dinge, die ich je gesehen habe, wie in einem Horrorfilm. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas jemals erleben würde. Die größte Sturmflut, die Amerika je gesehen hat, überschwemmt die gesamte Region. Der Anstieg des Meeresspiegels wurde in manchen Gegenden auf über 8 Meter geschätzt. Stellen Sie sich den Strand vor, so wie wir hier heute stehen. Und das Meer hebt sich mit Wellen bis auf 8 Meter hoch. Dazu die Wellenbrecher. Das ist unglaublich zerstörerisch. Das hat diese unglaubliche Verwüstung entlang der Küste von Mississippi verursacht. Die Sturmflut baut sich entlang des Mississippi-Deltas auf. In New Orleans brechen die Dämme. Eine Stadt ertrinkt. Mehr als 1500 Menschen sterben. Ein tragisches Zeugnis für die Kraft einer Sturmflut. Jetzt trifft das Auge des Hurrikans auf das Land. Der Sturm fegt über seine eigene Verwüstung hinweg. Eine Stunde lang hört der Regen auf. Der Himmel bricht auf, die Sonne kommt hervor. Was in wenigen Stunden zerstört wurde, wird über Jahre hinweg wieder aufgebaut werden. Und immer noch haben wir erst einen Teil des tödlichen Arsenals des Hurrikans gesehen. Es folgt noch ein weiterer Schaden. Erst eine Hälfte des Hurrikans ist vorbei. Seine andere tödliche Waffe kehrt mit einem zweiten Angriff zurück. Wind. Vor 10 Tagen war dieser Sturm ein Cluster von Donnerwolken vor Afrika. Jetzt ist es ein Hurrikan auf der Höhe seiner zerstörerischen Kraft. Die Sturmflut verursacht eine verheerende Verwüstung, der Wind sogar noch mehr. Während das Auge darüber hinwegzieht, schlägt die andere Seite des Eyewalls zu und der Wind ändert die Richtung. Zuerst hilft das sogar, die Flutmassen werden zurück in die See gedrückt, so schnell wie sie gekommen sind. Sobald das Auge vorübergeht, bläst der Wind aus der entgegengesetzten Richtung und bläst das Wasser ins Meer zurück, sodass es sehr schnell verschwindet. Während die Wassermassen abfließen, bewegt sich der Hurrikan weiter ins Land hinein. Seine stärksten Winde über 250 Stundenkilometer. Die Eyewall.
Die Winde brechen Strommasten ab und wehen Bäume um, heben die Dächer von Häusern und drücken Fenster ein. Es ist eine Szene des Chaos. Wenn der stärkste Teil des Sturms auf die Küste trifft, sieht man auch die stärkste Wirkung. Tiefdruck saugt Luft als Wind in das Innere des Sturms. Je näher am Auge, desto schneller der Wind. Ein Teil der hereinkommenden Luft wird in starke Aufwinde gesaugt. Die durch die Drehung des Hurrikans erzeugte Zentrifugalkraft drückt einen Teil der Luft weg vom Auge. Das meiste davon rammt die Eyewall und erzeugt einen rotierenden Schlauch aus Wind und Wolken. Robert Hansen untersucht die Architektur dieser Kraft. In einem reifen Hurrikan findet man diesen komplizierten Tanz, der eigentlich sehr symmetrisch und wunderschön ist. Dieses zarte Kräftegleichgewicht beeinflusst die Geschwindigkeit und Richtung der inneren Winde des Hurrikans. Eigentlich findet man in einem Hurrikan Windpakete, die um das Zentrum des Hurrikans kreisen, wie dieses 5-Cent-Stück hier. Sie drehen sich immer schneller, je näher sie dem Zentrum kommen und versuchen aufzusteigen, bis sie schließlich genau durch die Mitte des Hurrikans aufsteigen, so wie wir das hier sehen. Genau das passiert in einem Hurrikan. Die stärksten Winde eines Hurrikans sind direkt über dem Meer, in der Nähe der Eyewall. Mit zunehmender Entfernung vom Zentrum schwächen sich die Winde langsam ab. Doch auch noch fast